Grüezi und herzlich willkommen zur Wanderwelt mit dem Thomas Compagno und der Andrea Meier. Heute sehen wir das Glarnerland am Meer. Nicht ganz, aber man sieht, dass es mal am Meer gelegen ist. Eine Wanderung, die mit einer Bändlifahrt anfängt, ist verlockend. Das äugste Bändli bringt uns auf gut 1500 Meter Ruhe. Begleitet werden wir heute von der Wanderleiterin Maya Kobi Largo und ihrem Hund, der Mila. Zuerst sticht uns aber gerade mal etwas Ungewöhnliches ins Auge. Hey Thomas, ich sehe Liegestühle, dann machen wir jetzt gerade eine Pause. Hey, geht's noch? Das ist Kunstwerk. Ehrlich? Ja, das ist so. Die Liegestühle sind Teil von einer grossen Wanderausstellung zum 10-jährigen Jubiläum vom UNESCO-Welterbegebiet Sardona. Das Glarnerland ist bekannt für seine steilen Einstiege. Wer hier oben wohnt, muss mit dieser Tatsache zurechtkommen. Kein Problem für den Bauer, der heute das letzte Heu holt. Seine Outdoor-Küche, das muss ich ehrlich zugeben, hat mich schwer beeindruckt. Es geht weiter in Richtung Alpfessi. Nirgend sieht man den Gebirgsbildungsprozess so gut wie in dieser besonderen Gegend. Also könnte man sagen, das Glarnerland ist eigentlich fast einmal am Meer gelegen? Ja, das kann man so sagen. Und zwar vor ungefähr 250 Millionen Jahren haben wir eigentlich vor uns eine grosse Lagune gehabt. Im Inneren war es sehr heiss, aber wir haben Meer vor uns gehabt. Jetzt sehen wir hier zum Teil verschiedenfarbige Steine. Warum haben die verschiedene Farben? Ja, die haben verschiedene Farben, weil sie aus verschiedenen Zeitepochen kommen, weil sie verschiedene Entstehungsgeschichten haben und weil sie verschiedene Mineralien drin haben. Neben den Steinen fasziniert aber auch noch anders. Frische Heidelbeere von der Alp. Sehr süß. In dieser einsamen Landschaft erwartet man eigentlich niemand mehr. Aber wir treffen den Alpler Hans Rudi. Hans Rudi, du bist heute mit 31 Kühen oben runter, ganz allein? Nein, Junior hat auch geholfen. Hat auch geholfen? Er kommt jetzt nun rauf mit dem Zug zusammen. Und ist alles gut gegangen? Ja, ist alles gut gegangen. Das ist aber gegangen, schon ja. Das Risiko ja. Noch, oder? Was, ein kleines Risiko ist immer dabei. Wir haben aber ganz ruhiges Fee. Und darum funktioniert das hier oben. Was machst du jetzt hier oben heute? Heute habe ich jetzt den Zug zusammen, abräumen. Winterfest machen als und dann rutschen wir wieder ein Stück weiter runter. Und am nächsten Donnerstag gehen wir heim. Zeit zum Weitergehen. Der Berg ruft, vor allem zieht der Nebel auf. Auf dem schwarzen Stöckli haben wir leider keine Aussicht, aber dafür wartet eine andere Überraschung. Gipfelbuch. Klar schreiben auch wir einen Berggruß rein. Das gehört dazu. Zwar bin ich noch immer ein bisschen enttäuscht über den Nebelvorhang, wird aber schon gleich getröstet mit einem unglaublichen Auftritt. So viele Steinböcke so nah habe ich noch nie gesehen. Das erste Etappenziel, die Murgseehütte, wo man übernachtet, ist nicht mehr weit. Und schon sieht man den Murgsee. So langsam tut sich der Vorhang wieder auf und es tut gut, das Ziel vor Augen zu haben, obwohl der Abstieg, der um den halben See herumführt, noch mal gut 40 Minuten braucht. Die gemütliche Berghütte ist gut ausgebucht. Auch die Vierbeiner sind froh, dass sie jetzt ein warmes und trockenes Plätzchen haben.
Der Tag fängt mit einer Traumkulisse an. Handyempfang gibt es da hinten übrigens nicht. Und das macht alles gerade noch mal spezieller. Die Sonne wärmt uns schnell und wir sind froh, dass wir früh aufbrechen. Wir haben heute noch einen weiten Weg vor uns. So, jetzt haben wir noch 5,5 Stunden vor uns. Nicht mehr ganz. Murgfurken haben wir hinter uns, jetzt geht es nur noch sanft abwärts zu Vilsbach. Fast nur noch abwärts. Der Weg führt uns vorbei an Moorwiesen, Bach, Seen und durch ein geschütztes Arvenwaldreservat. Ein bisschen später laufen wir aber auch noch mal durch ein felsiges Gebiet und man sieht, dass der Berg arbeitet. Thomas, wir laufen jetzt durch sogenanntes Felssturzgebiet. Was machst du, wenn ein Brocken runterkommt? Davon springen. Da kommt es nur darauf an, wer schneller ist. Der Fels oder rein. Gehst du denn die Richtung an? Ja. Wenn er jetzt kommt, gehen wir retour. Machen wir einen Wettlauf. Gut. Hoffen wir, dass keiner kommt. Wir laufen jetzt schnell durch. Lang geht es aber nicht und schon sind wir wieder auf einer sicheren Wegstrecke. Vor uns tut sich der Tanalpsee auf, der zu einer kurzen Pause einlädt. Und so, wie wir angefangen haben, hören wir auch auf. Fast schon ein bisschen luxuriös, mit Blick auf den Wallensee. So, die Aussicht ist sicher gut. Ich sehe einfach nichts hinter dem Rucksack. Ja, wir sind so. Ein bisschen eingepfercht hier, ja. Aber... Ja, jetzt geht's. Ah, ist das schön. Oh, das ist mal eine gute Idee, hier zu Hause. Sitzt gut.